Und willkommen im Podcast Black and White. Also Leute, heute wollen wir diskutieren, halt, ob die neuen Star Wars Filme besser sind als die alten. Ich finde nämlich, dass die Sequels genauso gut sind wie die Prequels und die Originaltrilogie. Und du? Ja, ich bin genau, halt, ich finde genau das Gegenteil. Meiner Meinung nach sind die Prequels eigentlich die besten, dann kommen die Originals und dann kommen erst die Sequels, weil die Sequels da für mich. Okay. Na, ich finde schon, damit es nur Star Wars ist, weil es sind ja manchmal Charaktere, also manche Charaktere sind ja auch wieder vor Originaltrilogie und das dabei. Ja, sowas habe ich genau gemeint. Und zwar, halt, man weiß, dass es immer noch im selben Universum ist, aber für mich ist es halt nicht mehr Star Wars im Sinne von, es ist nicht mehr Star Wars im Sinne von, es ist nicht Star Wars. So. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gescheit verstanden hat. Aber auf jeden Fall, mein Punkt ist, dass Star Wars nicht mehr Star Wars ist. Was ist bei dir in den Sequels anders? Die Logik. Zum Beispiel, ich weiß nicht mal welcher, ich glaube, das war der neunte, wo Luke sein Lichtschwert greift, als Machtgeist. Wenn Machtgeister so mächtig sind und Sachen angreifen können, warum kämpfen die dann nicht? Er könnte nur sterben. Ja. Siehst du, was ich meine mit der Logik? Das war aber in Episode 8 am Schluss auch schon so. Ja. Nein, das war nicht Bruder, so. Nehmen wir mal die Original-Theorie und die Prequels. Mhm. Die Prequels sind halt so gut wie 1 bis 3 und Clone Wars. Rebels gehört schon zur... Nee, Rebels ist auch Prequels. Gott. Auf jeden Fall dort, in den Serien, auch in den Originals, konnten Machtgeister... Die konnten nichts angreifen. Das sind pure Gestalten der Macht, wenn ich mich richtig erinnere. Also... Es macht schon Sinn, dass sie was angreifen, aber sie haben es nie gemacht. Also warum sollen sie es jetzt machen? Die haben, und wenn sie die Macht sind, sollten sie, weil die Macht, soweit ich weiß, ist komplett neutral. Das ist das, was ich weiß. Also sollte die Macht sie nicht lassen, irgendwo einzumischen. Okay. Zumindest ist das, was ich davon kriege. Aber ich muss zugeben, wie er Luke noch dem Lichtschwert gegriffen hat, das hat mir irgendwie schon... Ja. Was soll man jetzt sagen? Und da hat man gedacht, irgendwie, Luke ist zurück und sowas und ja, also mir, ich habe das echt gut gefunden. Ja, nee, ich nicht, weil Luke sollte das nicht machen. Ich war, und auch Rey zum Beispiel, sie kann einfach Star Wars ohne wirkliches Training. Halt, sie kann wirklich halt Lichtschwert kämpfen ohne Training und Gescheites. Und jetzt komm nicht mit deinem Bullshit-Ausrede von, dass sie der Sohn von irgendeinem, halt von Palpatine ist. Weil selbst Luke Skywalker, der Sohn des mächtigsten Jedi, hat Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht, um perfekt zu werden. Also warum sollte es Rey in 2 Monaten können? Naja, im Episode 9 hat man am Anfang auch gesehen, dass Rey trainiert hat und so im Training ziemlich schlecht war. Ja, wow. Training. Wow. Man sieht bei Luke, das wurde über die 3 Originalfilme ausgebreitet. Da ein Film. Es fühlt sich nicht an, als wäre es, als hätte es nicht wirklich trainiert. Es fühlt sich an, als hätte es sich einfach übersprungen. Hättest du es für möglich, dass sie zwischen die Filme irgendwie trainiert hat? Du weißt, dass. Wie weit sind die der erste Film? Episode 7 und Episode 8 ist, glaube ich, 5 Minuten Unterschied, habe ich mal gehört. Wow. 5 Minuten Unterschied. In den 5 Minuten soll sie was gelernt haben. Stimmt, in Episode 8 war es gute Kämpferin. Siehst du? Das und dann in Episode 7 schoss Sam. Wie viele Jahre sind das Episode 4 und 5 auseinander? Ich glaube 19. 19 Jahre hat Luke trainiert. Nach dem Todesstern, nach der Explosion, ist, wenn ich richtig bin... 32 Jahre. Also vor Episode 6 zu 7 ist es 32 Jahre. 32 Jahre hat er trainiert. Sein ganzes Leben. Siehst du, was ich meine? Ja, noch Episode 6. Ja. Bis zu Episode 7. Achso, ich rede jetzt ich bin jetzt bei der Originaltrilogie. Achso, okay. Und probier halt die Logik der Originaltrilogie. Weil die sind wirklich gut. Okay. Und Mark Hamill, der Schauspieler von Luke Skywalker, hat ja auch wirklich mit halt wirklich Fechten trainiert. Da ist er wirklich gemacht. Okay. Für die Rolle. Aber zurück zur Logik. Und zwar, Luke hat von Episode 4 an. Bis 6 nehmen wir mal an, weil da ab 6 sieht man, dass halt wirklich ein Jedi-Meister ist. Okay. Das sind wie viele Jahre? Ich nehme an, du weißt das? Von Episode 4 bis Episode 5, glaube ich, 19 und von 5 bis 6
Harry. Nein. Ja, okay. Also 15 Jahre oder 19 hast du gesagt jetzt? Ich glaube 19. Aber 19 Jahre hat er... Und dann noch für Episode 5 bis 6, sagen wir mal um die... Das geschätzt 23 Jahre, sowas kommt das ja schon hingekommen. Das ist dann, ich bin gerade schlecht in Mathe, 20... Ja, kannst du das mal zu machen, weil ich bin scheiße drin. Okay, was rechnest du da? Was halt, du die drin? Jahre von 4 bis 6. Also, ja, habe ich gerade gesagt, ich glaube circa. Genau, bis also bis in Episode 5, glaube ich, sind 9 Jahre. 19. Und dann von 5 bis 6, weiß ich nicht genau, ich schätze, da ist so Nummer 4, 5 Jahre sind, also 23, 24 Jahre wieder schon drin. 23, 24 Jahre. Wie viel hat Redre? 5 Minuten. Das wir gerade vorhin festgestellt haben. 23 Jahre klingt viel mehr aber glaubbar als 5 Minuten. Also ja, aber der Anakin wurde mit 9 Jahren ja, zum Jedi. Also zum Jedi Jüngling. Und mit 23 Jahren war er dann Jedi Ritter. Ja. So, was ich schätze, also da circa so. Wo bis 23 Jahre trainiert hat. Ja. Luke Skywalker. Der wurde noch viel später trainiert. Der wurde jetzt, glaube ich, so mit 15 was oder 18. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ja, Büchlein, dem steht. Da unten steht sogar das Büchlein. Ja, dann kannst du es dir nehmen und wir können nachschauen. Ja, ein bisschen nachschauen geht immer. Mhm. Und zwar ist halt, wir haben das ja auch eigentlich hauptsächlich spontan gemacht. Weil wirklich das Thema wirklich spontan gibt. In dem schauen Star Wars absolut alles, was du wissen musst. Eine Enzyklopädie. Na, wo Leute, passieren wir das Video und such's einmal. Also, wir haben es jetzt gefunden. Das ist. Ja, mit 19 ist. Das ist Luke, oder? Ja. Wir haben es jetzt gefunden. 19 Jahre. Anakin war 9 Jahre, sieht man jetzt nicht, aber ja. Ezra vor Star Wars Rebels war 14 Jahre und Luke war 19. 19 Jahre. Das heißt, mit 19 Jahren hat er nur 23 Jahre circa Training gebraucht. Ja. Und sowas. Ja, er ist mächtig, man weiß es. Halt. Aber er ist das so, oder? Das ist so das. Ja, weißt du, hast du gesehen, wie alt er ist in Episode 7? Ja. Das sieht man wirklich, dass er schon ein älterer Mann ist. Ja, stimmt. Ja, aber nein, ich finde halt auch, dass natürlich von der Logik her macht keinen Sinn. Ein bisschen unübersichtlich, sagen wir es einmal so. Naja, es macht keinen Sinn. Wenn du das meinst, ja, es macht keinen Sinn. Aber ich finde es eigentlich ziemlich gut. Da gibt es ja, ein Konzept, hat es gegeben, dass wie Rey gegen Palpatine gekämpft hat, dass die ganzen Machtgeister hinter ihr stehen. Das Konzept jetzt geben. Manchmal denke ich mir, war eigentlich gut gewesen, wenn man die wieder alle gesehen hätte und alle Rey unterstützt hätten, aber andererseits denke ich, ja, man irgendwie so viel jedes gegen eins hilft. Wenn man so viel jedes braucht, um einen Sith zu töten, dann... Er war halt auch wirklich mächtig. Man weiß das halt. Der hat ja auch für... Wie der hat alle Schiffe auf einmal lahmgelegt. Eine ganze Flotte. Sowas mit der Macht? Das macht für mich schon keinen Sinn. Stimmt, mehr. Am Anfang, Yoda war mächtig. Er ist der mächtigste gewesen, bis Anakin. Ich persönlich finde, dass Yoda vielleicht sogar Anakin in einem 1 gegen 1, glaube ich. Ja, eindeutig. Yoda ist viel mehr erfahrener, viel älter, ich glaube 300 Jahre war es, oder 500? 900. 900? Wow. Ich glaube schon. Ja, halt mit 900 ist halt gestorben. Mhm, circa sowas. Ja, man sieht eindeutig, wie viel Erfahrung er hat. Mhm. Oh, aber ja, der Yoda hat die ganzen Machtblitze, war zwar von Dooku, aber trotzdem, oder Dooku, was er hat von Dooku und einfach nur mit der normalen Hand abgewehrt und der Palpatine hat hunderte, tausende von Schiffen einfach so mit seinen Machtblitze lahmlegen können. Ja, so und Yoda hat es einfach, ohne irgendwie Anstrengung, einfach mit der Hand abwehren können. In welchem Film war das genau? Halt das mit dem Schiff oder mit der Hand? Das mit dem Schiff. Hand war zu Episode 2. Und mit dem Schiff, wo der Palpatine alle auf einmal lahmgelegt hat, war in Episode 9. Episode 9, natürlich. Erstes Sequest, das gar keinen Sinn gemacht hat. Die alten Sith, halt ich rede jetzt, ich weiß nicht, ob das genau Legends oder Canon ist, aber halt in den alten Legenden der Sith, die ersten Sith, die ersten Machtnutzer, die waren so machtvoll. Aber ich glaube nicht, dass die, neuen Sith, sag ich mal, genauso krass. Ich konnte sowas glauben, wenn ein alter Sith wäre, dann halt wirklich alt. Das war auch vor dem Imperium, vor der ersten Republik, das war auch bei der alten Republik. Okay. Nicht die in den Originalfilmen ist oder halt in den Prequels, sondern die, die vor der einen war. Okay. Das war, glaube ich, so 1000 oder 4000 Jahre so bevor der neuen Republik. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Nein. Wir kommen zu tief in die Lore. Nein, das geht jetzt gar nicht, sondern ich finde persönlich halt, dass die Sequels gut sind und
Mir gefallen sie nicht, oder? Ja, mir gefallen sie nicht. Wir sind mal wieder fast wie immer aufs selbe Ergebnis gekommen. Wir einigen uns darauf, dass einer von uns beiden falsch liegt. Könnten ja. Wir meinen. Schreibt mir die Kommentare, ob euch die Sequels gefallen oder nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Beim nächsten Podcast wieder, beziehungsweise mich seht schon auf meinem Kanal übermorgen wieder und ja. Mich seht ihr auf meinem Kanal wahrscheinlich in 1-2 Tagen, weil ich habe schon ein neues Video geplant. Na passt dann. Also bis dahin. Tschüss. Koko.